Dann rufe ich auf Top 24 den Antrag der Fraktion Die Linke, Kündigung des INF-Vertrages birgt große Gefahr für die Menschheit. Ein neues atomares Wettrüsten muss verhindert werden. Klares Zeichen für ein Verbot von Atomwaffen und für Frieden und Abrüstung setzen. Drucksache 20-159. Aufgerufen mit Top 26, dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Rückzug aus dem INF-Vertrag, Drucksache 20-264. Mit Top 86, dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der SPD für ein Hessen in einer Welt ohne Bedrohung durch Atomwaffen, Drucksache 20-1145. Und als Erstes darf ich Herrn Schalauske von den Linken nach vorne bitten für seinen Redebeitrag. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Anlässlich des Antikriegstags hat unsere Fraktion einen Antrag vom 14. Februar diesen Jahres zum Setzpunkt erklärt, der in der Kündigung des Abrüstungsvertrags INF eine große Gefahr für die Menschheit sieht und der vom Landtag ein klares Zeichen für ein Verbot von Atomwaffen und einen Einsatz für Frieden und Abrüstung einfordert. Mittlerweile, 6 Monate später, ist der Vertrag von den USA gekündigt, von Russland verlassen, was dieses Anliegen noch bedeutsamer macht. Bevor ich aber zu dem Antrag komme, möchte ich ein paar Bemerkungen machen anlässlich des Antikriegstags von grundsätzlicher Natur. Am 1. September jährte sich zum 80. Mal der Überfall des faschistischen Deutschlands auf Polen und damit der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Fast 80 Millionen Menschen verloren durch die Barbarei des von Deutschland entfachten Weltkrieges ihr Leben. Und ich finde, dass dieses Datum uns einerseits mahnt, an die Schrecken des Weltkrieges zu erinnern, aber mit Blick auf die Debatte auch von heute Morgen möchte ich die alte Erkenntnis noch einmal hier formulieren, dass es einen ganz gefährlichen Zusammenhang gibt zwischen Nationalismus, Chauvinismus und Krieg. Und dass hier nach 1945 Menschen im Hessischen Landtag saßen, die wussten, dass es diesen Zusammenhang gibt. Sie saßen in den Reihen der SPD, der CDU, der KPD. Sie waren in den Zuchthäusern der Nazis. Und deswegen ist die Losung nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, auch aufgrund des Erstarkens der Rechten, aktueller denn je, meine Damen und Herren. Also, es verpflichtet uns aber auch, Krieg als Mittel der Politik, Aufrüstung und das Recht des Stärkeren, diesen Tendenzen laut und deutlich zu widersprechen. Die Kriegsgefahr, die steigt weltweit. Ich möchte daran erinnern, der Iran wird unmittelbar vom Krieg bedroht. Der Militäreinsatz der USA an der Straße von Hormus, weltweit wichtigste Seeroute für Öl, ist brandgefährlich und droht, einen Krieg zu entfesseln, der nicht nur die Region, den Mittleren und Nahen Osten, sondern ins Chaos stürzen kann, sondern auch schwerwiegende Folgen für Europa und den Frieden in der Welt haben kann. Deswegen nutze ich diese Gelegenheit, auch klar zu sagen, nein, es darf keinen Krieg gegen den Iran geben. Wir müssen uns für die Erhaltung des Iran-Atomabkommens einsetzen, und die Bundesregierung muss einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus eine ganz klare Absage erteilen. Das ist unsere Forderung. Dazu gehört es auch, sich der Forderung vom US-Präsidenten Trump zu widersetzen, der ja regelmäßig per Twitter die Welt an den Rand eines großen Krieges bringt, noch mehr Geld für die Rüstung einzusetzen, hier in Deutschland das berühmte NATO-2-%-Ziel. Seit 1999 hat sich der Rüstungsetat schon fast verdoppelt, von 24 auf 43 Milliarden. Es können jetzt bis zu 80 Milliarden werden. Nein, diese Aufrüstung, die wollen wir nicht. Dieses Geld fehlt für Verkehrs-, für Energiewende, für Schulen, Krankenhäuser, Wohnungsbau und den Kampf gegen Armut hierzulande wie weltweit. Und es ist sehr erfreulich, dass bereits 150.000 Menschen die Forderungen nach Abrüsten statt Aufrüsten unterschrieben haben. Das ist das Gebot der Stunde. Jetzt hat der US-Botschafter in Deutschland gedroht, wenn nicht endlich aufgerüstet wird von Seiten der Regierung, dann sollen alle US-Soldaten aus Deutschland abgezogen werden. Ich will das hier ganz klar sagen. Ich finde, dieses Angebot, das sollten wir annehmen.
Deutschland verzichtet auf die Aufrüstung. Dafür ziehen die USA ihre Soldaten ab, schließen ihre Hauptquartiere in Wiesbaden, Ramstein, Stuttgart und anderswo und beenden damit auch eine weltweite Kriegs- und Aufrüstungspolitik, die die USA von deutschem Boden betreiben. Und am besten wäre es, sie würden die nicht ganz weit weg von Wiesbaden gelagerten US-Atomwaffen, die in Büchel gelagert sind, gleich mitnehmen. Nö, damit hat das gar nichts zu tun. Wir wollen keine US-Atomwaffen auf deutschem Boden. Wenn Sie welche wollen, dann ist auch das eine klare Ansage. Es sagt ja auch viel über Sie aus, dass in Ihrem Antrag von CDU und Grünen zwar zweimal die NATO vorkommt, aber keinmal der Atomwaffenverbotsvertrag. Das ist auch ein Zeichen, wie man zur internationalen Situation sich einstellt. Also, wir leben in Zeiten der Aufkündigung des INF-Vertrages, erst durch die USA, dann hat Russland diesen Vertrag verlassen, und es besteht die Gefahr, dass Europa in einem neuen Konflikt zu einem nuklearen Schlachtfeld werden würde. Weltweit gibt es noch immer 16.000 Atomwaffen, die sich in dem Besitz der Staaten USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea befinden. 1.800 dieser Waffen befinden sich in ständiger Alarmbereitschaft, stellen eine permanente Bedrohung dar. Und da muss man doch fragen, über 70 Jahre nach den schrecklichen Abwürfen der Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki, sollte die Menschheit doch endlich die notwendige Konsequenz ziehen und die Ächtung von Atomwaffen ein für alle Mal durchsetzen. Das Gegenteil aber ist leider der Fall. Wir erinnern uns an das Säbelrasseln zwischen USA und Nordkorea. US-Präsident Trump drohte mit, Zitat, völliger Zerstörung. Und die Zeiger der Weltuntergangsuhr, die von US-amerikanischen Atomwissenschaftlern betrieben werden, die die Gefahr eines Atomkriegs anzeigt, die steht heute 12:02. So nah sind wir an der Selbstvernichtung der Menschheit durch diese zerstörenden Instrumente, so nah wie seit dem Koreakrieg 1953 nicht mehr. Der INF-Vertrag war deswegen so wichtig, weil er nicht nur eine Obergrenze für Waffen enthielt, sondern erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg auch die völlige Abrüstung bestimmter Waffengattungen geregelt hat, nämlich die der atomaren landgestützten Mittelstreckenraketen. Damit war das Wettrüsten in diesem Bereich beendet und eine Gefahr gebannt, die die Welt mehrfach an den Rand eines alles vernichtenden Krieges geführt hat. Dass dieser Vertrag durch wechselseitige Vorwürfe und Behauptungen geschwächt und seitens der USA gekündigt und auch von Russland verlassen worden ist, das muss uns doch alle mit großer Sorge erfüllen. Fakt ist, der Fortbestand von Atomwaffen ist eine der größten Gefahren für die Sicherheit der gesamten Menschheit, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, damit Deutschland endlich dem Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet und auch ratifiziert. Und ich will auch klar sagen, es ist im Antrag der SPD ja benannt, wir sollten auch hier und heute allen Überlegungen, dass Deutschland eine Macht mit atomaren Waffen werden könnte, eine ganz klare Absage erteilen. Und das Gute ist, hierbei wissen wir die Mehrheit der Bevölkerung klar auf unserer Seite. Für die Unterzeichnung des Atomwaffenvertrages, der von mehr als 70 Staaten der Vereinten Nationen gezeichnet und immerhin von 26 ratifiziert sind, hat sich wiederholt in Umfragen eine breite Mehrheit der Bevölkerung ausgesprochen. Für den Einsatz für diesen Vertrag hat die Organisation ICAN den Friedensnobelpreis bekommen. Welch eine würdige Preisträgerin, eine Bewegung von unten. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an dieser Stelle an ICAN. Einige der Fraktionen haben ja auch Gespräche mit dieser Organisation geführt und können dann sicherlich die Erkenntnisse in diesen Gesprächen auch hier in den Landtag einfließen lassen. In Hessen haben viele Städte, Landkreise und Gemeinden die Unterzeichnung des Vertrages gefordert. In Hessen sind es Wiesbaden, Marburg, Rheinheim, Mürfelden-Walldorf, Schwalbach, Kassel, Maintal, Hanau sowie die Landkreise Werra-Meißner und Groß-Gerau und zuletzt auch der grüne Oberbürgermeister aus Darmstadt unterzeichnete diesen Appell. Vielleicht war ja der eine oder andere von Ihnen auch als Kommunalpolitiker an diesen Beschlüssen beteiligt.
Leider allerdings findet sich in dem Antrag von Schwarz-Grün die Forderung nach einem Atomwaffenverbotsvertrag und nach dessen Unterzeichnung leider nicht. Weiter sind da die Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz. Der Landtag unseres Nachbarlandes hat auf Antrag von SPD, FDP und Grünen die Unterstützung für die ICAN-Kampagne beschlossen und fordert die Bundesregierung auf, sich für die Unterzeichnung und Ratifizierung des Vertrags einzusetzen. Ich finde, daran sollte sich der Hessische Landtag ein Beispiel nehmen. Aber es ist bedauerlich, aufgrund der Zusammenarbeit von Grünen und CDU ist ein solcher Beschluss hier im Hessischen Landtag nicht möglich. Dabei ist die Gefahr eines Einsatzes von Atomwaffen eine Gefahr, die auch an der Landesgrenze von Hessen nicht Halt machen würde. Und umso wichtiger wäre es, dass Hessen auch hier und heute ein Zeichen setzen würde. Viele Abgeordnete, auch des Hessischen Landtags, hessische Bundestagsabgeordnete, haben die Erklärung für die Unterstützung des Vertrages mitgezeichnet, weil sie, Zitat, die Abschaffung von Atomwaffen als hohes globales öffentliches Gut begreifen und als einen wesentlichen Schritt zur Förderung der Sicherheit und des Wohls aller Völker betrachten. Ich finde, heute haben Sie eine gute Gelegenheit, das auch hier im Hessischen Landtag mit Hilfe eines Beschlusses noch einmal zu dokumentieren. Am Antikriegstag sind viele Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße gegangen, in wenigen Minuten auch hier in Wiesbaden. Viele Menschen sorgen sich um das Erstarken der äußersten und extremen Rechten. Und ich finde, all diesen Menschen, die sich für Frieden und Abrüstung einsetzen, gehört unser aller Dank und unsere Unterstützung. Ich darf nun Frau Eisenhardt von Bündnis 90 Die Grünen nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als Landtag sind unsere Spielräume in der Außenpolitik bekanntermaßen begrenzt. Aber es betrifft natürlich auch Hessen, wenn die Gefahr eines erneuten nuklearen Wettrüstens vor der Tür steht. Es ist noch keine 50 Jahre her, dass Militärstrategen in Osthessen den Atomkrieg geplant haben. Der Begriff Fulda Gap ist bis heute synonym für das Schreckensszenario eines nuklear beantworteten Einmarsches der Truppen des Warschauer Pakts an der osthessischen Grenze. Der INF-Vertrag hat entschieden dazu beigetragen, dass Europa nicht im atomaren Feuer in Flammen aufgegangen ist. Damit war er ein Garant für Frieden in Europa. Zum einen war er der erste und bisher einzige Vertrag, der die Abrüstung einer Klasse von Nuklearwaffen, den Mittelstreckenraketen, mitsamt Marschflugkörpern, Startvorrichtungen und Infrastruktur vorgesehen hat und damit auch gezeigt hat, dass Abrüstung praktisch möglich ist. Zum anderen hat der INF-Vertrag mit gestiegenen Vorortinspektionen der nuklearen Anlagen Vertrauen zwischen Atommächten geschaffen und gezeigt, dass auch das geht. Er ist damit weiterhin ein wichtiges Vorbild für andere atomare Konflikte, die bis heute andauern. Der INF-Vertrag ist nun aber leider Teil der Geschichte. Anfang August ist die sechsmonatige Karenzzeit nach Aufkündigung des Vertrags abgelaufen. Die Aufkündigung des INF-Vertrags ist eine reale Verschlechterung der Sicherheitslage in Europa. Nur 16 Tage nach dem Auslaufen des Vertrags hat die USA einen Raketentest durchgeführt, der unter dem Vertrag noch verboten gewesen wäre. Das Ende des INF-Vertrags ist Teil einer Spirale der Eskalation zwischen den USA und der NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Der NATO-Raketenabwehrschirm, die Aggression Russlands und die Annexion der Krim, das neue russische Marschflugkörpersystem. Die USA hat ihrem aktuellen Nuclear Posture Review Strategien für einen sogenannten beschränkten Nuklearkrieg auf dem Balkan angedeutet, während Russland in der Arktis seine Militärbasen aufrüstet. All das ist das Gegenteil dessen, was wir uns für Europa wünschen. Ich bin Jahrgang 1990. Für mich ist das Wettrüsten der Großmächte eigentlich Teil der Geschichte.
dass es jetzt wieder Gegenwart wird bzw. wie eben geschildert bereits ist, beunruhigt mich zutiefst. Die Doomsday Clock, die Ausdruck dieser Gefahr ist, hat Herr Schalauske eben schon richtigerweise genannt. Sie steht auf 2:12. Es ist Zeit, diese Uhr zurückzudrehen. Wir brauchen Staaten, die friedlich zusammenarbeiten, gemeinsam anpacken, um Lösungen für die Klimakrise, globale Ungerechtigkeit und Armut zu finden. Das Internationale Rote Kreuz, die weltweite Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN, die letztes Jahr den Friedensnobelpreis gewonnen hat, das Städtenetzwerk von Städten, Mayors for Peace, bei denen auch 20 hessische Städte mit dabei sind, eint alle eine Forderung: Nuklearwaffen abschaffen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, diesen Appell wollen wir uns heute anschließen. Denn das Ziel von Massenvernichtungswaffen ist immer die Zivilbevölkerung. Es sind unsere Städte und unsere Bürgerinnen und Bürger. Deshalb ist es unsere Aufgabe als Vertreterinnen und Vertreter der Menschen in Hessen, ihnen ihre Sicherheit und körperliche Unversehrtheit zu garantieren. Deshalb bekennen wir uns auch in unserem Antrag zum Ziel der globalen Abrüstung. Wo ein Ziel ist, braucht es auch einen Weg. Der Weg der nuklearen Abrüstung, der bereits beschritten wird, muss weitergegangen werden. In den letzten 10 Jahren wurden vor allem durch bilaterale Verträge zwischen den USA und Russland knapp 9.000 Nuklearwaffen abgerüstet. Es ist wichtig, weiter für Kooperation und Abrüstungsverträge zu werben, wie die Atomwaffenkonvention, den Atomwaffensperrvertrag und den New START, um das Ziel einer vollständigen Abrüstung zu erreichen. Denn nur in einer Welt ohne Nuklearwaffen sind die Menschen in unserem Land sicher. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Krüger das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist in der Tat eine Herausforderung, die nicht nur an einem Antikriegstag, der wir uns nicht nur an einem Antikriegstag stellen müssen, sondern der wir uns täglich stellen müssen. Die Abrüstung, die atomare Abrüstung, aber auch die Abrüstung von konventionellen Waffen immer weiter voranzutreiben. Und insofern kann insbesondere der Hessische Landtag natürlich mit im Sinne des Artikels 69 der Hessischen Verfassung sich berufen fühlen, immer wieder darauf hinzuweisen und auch Wege aufzuzeigen, wie das zu geschehen hat. Und, meine Damen und Herren, es ist natürlich einfach, hinzugehen und zu sagen, wir wollen mit einem großen Wurf, mit einem großen Vertrag sagen, Atomwaffen müssen weg. Aber realistisch wird dadurch nicht eine einzige Atomwaffe verschwinden. Weil das Problem bei diesem UN-Vertrag ist, dass alle Atommächte daran nicht beteiligt sind. Und man kann uns Sozialdemokraten vielleicht vorwerfen, dass wir da pragmatisch dran gehen. Aber wir haben als Regierungspartei, als Partei von Willy Brandt und vielen anderen, die für Abrüstung gekämpft haben, die Erfahrung gemacht, dass es sehr sinnvoll ist, in Schritten in Bezug auf Waffensysteme, in Bezug auf unterschiedliche Waffeninhaber, auf unterschiedliche Staaten, bilateral, multilateral, daran zu arbeiten, dass es zu Abrüstungsschritten kommt. Und nicht nur zu Abrüstungsschritten kommt, sondern dass die auch kontrolliert werden. Die ganze Aufregung um die Kündigung von INF, man muss jetzt ja sagen, inzwischen beidseitige Kündigung von INF, ist vor allen Dingen der Tatsache geschuldet, dass der INF-Vertrag nur für eine Zeitdauer von 13 Jahren eine gegenseitige Kontrolle festgelegt hat. Seit 2001 ist er nicht mehr kontrollierbar. Und das hat dazu geführt, dass, ich sage mal, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit den Persönlichkeitsstrukturen der jeweiligen Präsidenten zu tun, ja,
Aber das ist natürlich dann auch der Boden, auf dem Misstrauen wachsen kann, wenn man das nicht mehr gegenseitig überprüfen kann. Wir wissen nicht, ob die neue russische landgestützte Mittelstreckenrakete mehr als 500 km fliegen kann oder nicht. Das wissen wir nicht. Wir wissen aber auch nicht, die Russen wissen aber, können das auch nicht überprüfen, ob bei den Amerikanern nicht ein ähnliches Problem da ist, weil es diese gegenseitige Kontrolle nicht mehr gibt. Abrüstung funktioniert aus unserer Überzeugung in kleinen Schritten, die aber konkret sind und die vor allen Dingen für beide Seiten immer überprüfbar sind. Das ist die entscheidende Frage. Und das ist das entscheidende Problem bei diesem global-galaktischen Vertrag. Da ist nicht genau definiert, um welche Waffensysteme es sich handelt, nicht genau definiert, um welche Staaten es sich handelt, nicht genau definiert, wie die Kontrolle funktionieren soll. Und es gab mal jemanden, der hat viele blöde Sachen gesagt, aber eine kluge Sache, hat gesagt, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und genau das, darum geht es bei dem Thema Abrüstung. Und deswegen haben wir einen eigenen dringlichen Entschließungsantrag vorgelegt, wo die das noch einmal ausgeführt haben, wo wir noch einmal darauf hingewiesen haben, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen. Das ist der Weg, den der Hessische Landtag auch der Bundesregierung anempfehlen muss und wo wir immer wieder auch drängen müssen, weil wir haben natürlich tatsächlich die Bedrohungslage mit Büchel. Das ist nicht weit von der hessischen Grenze entfernt. Ja, das ist das Problem, und deswegen muss man darauf hinweisen. Aber natürlich müssen wir auch mit unseren amerikanischen Freunden reden, die ja ihr Headquarter nicht weit von hier entfernt haben. Und mit denen müssen wir natürlich auch darüber reden, dass sie ihren Beitrag zu dieser gegenseitigen Kontrolle und zu der konkreten Benennung der Waffensysteme leisten müssen, um die es hier geht. Und das ist das, was wir bewirken müssen. Das wird viele Gespräche kosten, das wird viel Arbeit sein. Und es ist viel, viel komplizierter, als einmal einen großen Vertrag zu machen, den zu unterzeichnen und zu sagen, ja, die doofen Atomkräfte-Mächte machen da nicht mit. Wir müssen den mühsamen Weg durch die Ebene gehen. Wir Sozialdemokraten sind dafür bereit, und wir empfehlen alle, dass Sie sich uns bei diesem Weg anschließen. In diesem Sinne vielen Dank. Für die FDP-Fraktion darf ich Herrn Stirböck nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frieden und Abrüstung wollen wir alle in diesem Hause. Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, irritiert und verstört mich aber trotzdem. Mich irritiert er, weil ich glaube, dass es für das Ansehen dieses Hauses besser wäre und auch für die politischen Ergebnisse dieses Hauses besser wäre, wenn wir uns um Dinge kümmern würden in unseren Debatten, in unseren Anträgen, in unseren Diskussionen, bei denen wir mindestens einen mittelbaren Einfluss haben und nicht den Versuch unternehmen würden, hier so eine Art UNO-Vollversammlung zu spielen. Und ich glaube, das irritiert die Menschen dort draußen auch. Und mich verstört Ihr Antrag, weil Ihr Antrag im Titel so wohl klingt, und mich verstört Ihr Antrag, weil Ihr Antrag im Titel so wohl klingt, aber er in Wirklichkeit das Odium des Anti-Amerikanismus verströmt. Mit diesem Antrag haben Sie im Wettbewerb um die Moskau-freundlichste Partei, die Moskau-freundlichste Gruppierung in diesem Hause wieder die Nase vorn, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken. Und wenn Sie da den Kopf schütteln, Herr Schalauske, dann kann ich gerne einmal aus Ihrem Antrag und aus Ihrer Rede eben zitieren. Sie schreiben in Ihrem Antrag in der Begründung, Konfrontationspolitik der USA gegenüber Russland. Von Konfrontationspolitik von Russland gegenüber der USA sprechen Sie nicht. Sie haben eben in Ihrer Rede gesagt, die USA wären böse wegen der Straße von Hormuz. Das sagen Sie. Sie verschweigen aber die Aggression von Russland gegenüber der Ukraine. Für Sie ist Putin offensichtlich ein Friedensengel, und alle anderen sind des Bösen sozusagen. Und diese Politik, diese Schieflage ist nicht das, was wir aus unserem Hause als Signal senden sollten.
Wir haben auch schwere Vorbehalte gegenüber dem Mann in Washington mit seinem erratischen und ungehobelten Verhalten. Und das war jetzt noch die diplomatische Formulierung. Aber für die Gefahr eines neuen Wettrüstens ausschließlich Trump verantwortlich zu machen, ist an Einseitigkeit nicht zu überbieten. Und dies ist nur dadurch zu erklären, dass Sie offensichtlich für ein autoritäres Regime wie die Putin-Regierung größere Sympathien hegen als für eine der großen Demokratien in dieser Welt. Freiheit und Menschenrechte weltweit ist Ihr Ding offenbar nicht so ganz. Sie bedienen mit Ihrem Kurs durchaus eine weit verbreitete Meinung. Nach einer Umfrage aus Februar dieses Jahres sehen mehr Deutsche die USA unter Trump als größeres Risiko für die Stabilität in der Welt als Russland und Nordkorea. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte das für eine besorgniserregende Momentaufnahme. Die Freien Demokraten werden bei aller Distanz zu Trump aber nie Ursache und Wirkung miteinander verwechseln. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, Herr Schalauske, dass sich Russland mit neuen Marschflugkörpern offensichtlich nicht mehr an die Abkommen halten wollte und nach der Kündigung durch Trump selbst kündigte, was der linken Antrag verschweigt. Sie haben es eben aber gesagt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Russland nach alter militärischer und nuklearer Größe strebt. Die Kündigung des INF-Abkommens durch die Trump-Administration halten wir Freien Demokraten trotzdem für einen schweren Fehler, weil nun gar keine Verpflichtung zur Abrüstung mehr besteht und weil nun kein Verbot der Entwicklung neuer Mittelstreckenraketen mehr besteht. Die linke Taz hat das so kommentiert: Nun kann auch Russland ungeniert langgehegte militärische Wünsche umsetzen. Die Linke schweigt zu diesen Wünschen Moskaus, und das zeigt, welcher Art Ihr Antrag ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aus Sicht der Freien Demokraten war der INF-Vertrag daher auch für Deutschland und für Europa ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen bleiben ein zentrales Anliegen liberale Außenpolitik in der Tradition von Hans-Dietrich Genscher und Guido Westerwelle. Der Antrag der LINKEN will hingegen die NATO-Strategie der nuklearen Teilhabe einseitig aufkündigen. Eigene Schwäche hat aber noch nie andere schwach gemacht. Ich bin, Frau Kollegin Eisenhardt, Jahrgang 1967. Ich habe es mitbekommen, wie es der NATO-Doppelbeschluss war, der dazu geführt hat, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt das INF-Abkommen bekommen haben. Das war die Mischung aus Stärke und Diplomatie, die zum Erfolg geführt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag der LINKEN, Herr Schalauske, will den Kotau vor Putin und vor allen anderen aktuellen und künftigen Atommächten statt einer gemeinsamen Strategie Europas und der NATO. Der Text der Koalition und der Text der Sozialdemokraten haben die erforderliche Differenzierung. Sie gehen in die richtige Richtung. Der Antrag der SPD ist vielleicht sogar ein Stück weit richtungsweisender. Denn wir wollen noch mehr. Wir wollen, dass die Bundesregierung sich im Rahmen ihres nicht ständigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat verstärkt für die globale nukleare Abrüstung einsetzt. Wir wollen, dass Deutschland und Europa ihre Abrüstungsbemühungen gemeinsam mit den internationalen Partnern intensivieren. Deutschland muss auch seine außenpolitische Lethargie wieder überwinden. Wir brauchen eine neue Abrüstungsinitiative. Die EU muss dazu einerseits gemeinsam mit den NATO-Partnern umgehend mit Russland in Dialog treten, um regionale Rüstungskontrollvereinbarungen zu treffen, wie das beispielsweise Alexander Kraft-Lambsdorff vorgeschlagen hat. Für unsere Sicherheit ist entscheidend, dass Russland keine Mittelstreckenraketen in Reichweite West- und Mitteleuropas stationiert. Westlich des Urals sollen keine Raketen mehr stationiert werden. Klar ist andererseits aber auch, dass die NATO nach dem Ende des INF-Vertrages ebenfalls ihre Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland stärken muss, sonst wird Moskau in keine Verhandlungen eintreten.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen, ist doch unser aller Wunsch. Doch dazu reicht es nicht, nette Liedchen zu trällern oder Appeasement-Politik gegenüber Putin zu betreiben. Dazu braucht es Entschlossenheit und Verhandlungsbereitschaft für ein großes Ziel. Für Hessen, dieses Land im Herzen Europas, sollte eine Welt ohne Atomwaffen eine Vision sein, die wir gemeinsam weiterverfolgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist Herr Abg. Lichert. Sie haben das Wort. 10 Minuten. Herr Präsident, werte Kollegen! Die Weltsicherheitspolitik zu Gast im Hessischen Landtag. Vielen Dank für diese Gelegenheit, dass wir endlich die Nuklearmächte mal in die Schranken weisen können. Denn Atomwaffen abschaffen, was könnte es Schöneres geben? Aber, werte Kollegen, der Antrag der Fraktion DIE LINKE atmet reine Gesinnungsethik und ist ein Schaufensterantrag einer Oppositionspartei, die glücklicherweise Lichtjahre von einer Regierungsverantwortung im Bund entfernt ist. Und sollte es wieder erwarten und Gott bewahre, doch tatsächlich einmal so weit kommen, dass DIE LINKE in der Außenpolitik etwas zu melden hätte, so bin ich sicher, dass sie binnen kürzester Zeit die frommen Wünsche und die Friedenspolitik über Bord gehen lassen würde. Warum? Weil es die anderen hauptamtlichen Gesinnungsethiker in Deutschlands Parlamenten, die Grünen nämlich, ganz genauso gemacht haben. Die Grünen waren ja in ihrer Anfangszeit auch eine pazifistische Partei. Aber was haben Sie gemacht, sobald Sie an die Macht kamen? Achtung, festhalten! Ich muss nämlich jetzt einmal dem Kollegen Schalauske recht geben. Auch wenn er nicht mein Kollege sein will, hat er vor einigen Wochen an eine unangenehme Wahrheit erinnern möchte. Kollege Schalauske hat nämlich daran erinnert. Danke schön. Kollege Schalauske hat nämlich an die unbequeme Wahrheit erinnert. Herr Präsident, können Sie bitte die Tranquilizer verschießen? Herr Schalauske hat an die unbequeme Wahrheit erinnert, dass 1998, nachdem im Herbst Rot-Grün an die Macht gewählt worden war, nicht einmal ein halbes Jahr verging, bevor Deutschland in den völkerrechts- und grundgesetzwidrigen Angriffskrieg gegen das verbliebene Jugoslawien eingetreten ist. Dieser sogenannte Kosovo-Krieg war weder durch ein UN-Mandat noch den NATO-Bündnisfall gedeckt. Wir müssen daher zur Kenntnis nehmen, Verletzungen des Grundgesetzes sind keine Erfindung der Regierung Merkel. Zu den unangenehmen Wahrheiten gehört ebenfalls, dass gerade Deutschland eine sehr differenzierte Haltung bei Kernwaffen einnehmen muss. Denn die längste Zeit ihrer Geschichte, war die Bundesrepublik nämlich Konsument und Nutznießer einer Sicherheitsarchitektur, die maßgeblich von nuklearer Abschreckung getragen wurde. Ohne den nuklearen Schutzschirm, gerade der US-Amerikaner, hätte Deutschland und ganz Westeuropa dem aggressiven Expansionismus und der drückenden konventionellen Übermacht der Kommunisten nämlich nichts entgegensetzen können. Warschauer Pakt und kommunistische Diktatur hätten bis zum Atlantik gereicht. Es mag sein, dass sich einige hier im Plenum das ja damals und vielleicht sogar heute noch wünschen, aber jeder vernünftige und verantwortungsvolle Politiker muss diese Tatsachen anerkennen. Ist daher der Antrag von CDU und GRÜNEN oder auch SPD, sind das nun die besseren Anträge? Sie sind immerhin weniger einseitig, denn der Antrag der LINKEN ist, was der Kollege Stirböck schon angemerkt hat, völlig einseitig gegen die USA gerichtet. Warum, ist natürlich auch klar. Es ist billig und wohlfeil, Trump und seine Außenpolitik zu kritisieren. Der Applaus des politisch-medialen Establishments ist Ihnen damit immerhin sicher. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Anträge von CDU und GRÜNEN war ja der Versuch einer gewissen Äquidistanz und Ausgewogenheit noch sehr nachvollziehbar. Aber heute sind wir weiter. Heute wissen wir, Frau Eisenhardt hat es angesprochen,
dass kaum oder etwas mehr als zwei Wochen nach dem Ende des INF-Vertrages am 2. August die Amerikaner ihrerseits eine neue Mittelstreckenrakete getestet haben. Wir müssen daher davon ausgehen, dass sowohl die USA als auch Russland unter Bruch des INF-Vertrages neue Trägersysteme entwickelt haben. Wer seine Vorurteile im Griff hat und sich mit der AfD und ihren Positionen tatsächlich einmal auseinandersetzt, der weiß natürlich auch, dass sich die AfD klar gegen die einseitige Dämonisierung und vor allen Dingen die Sanktionspolitik gegen Russland positioniert. Aber aus der Ablehnung einer einseitigen Dämonisierung darf natürlich keine einseitige Glorifizierung werden. Das gilt aber umgekehrt natürlich auch für die USA. Und insofern ist natürlich bemerkenswert, dass zwar die Kündigung des INF-Vertrages in die Regierungszeit Trumps fällt, aber wer ein bisschen Ahnung von Rüstungsprojekten und ihren Laufzeiten hat, der wird schon zugeben müssen, dass dieses Rüstungsprojekt unter Obama bereits begonnen haben muss. Und das zeigt einmal mehr, welche Farce es war, Obama den Friedensnobelpreis zu verleihen für eine Proforma-Initiative zur Denuklearisierung, wo jeder Erwachsene hätte wissen müssen, dass ihr keine konkreten Schritte folgen würden. Die AfD bekennt sich zu einer NATO als Verteidigungsbündnis. Und wir stehen auch zu allen daraus resultierenden Bündnisverpflichtungen auch und gerade gegenüber den USA. Die Frage des militärischen Beistandes stellt sich daher nicht. Aber gerade wir Deutschen sollten uns politisch nicht leichtfertig auf eine Seite schlagen, die unter dem Marketing eines vermeintlich humanitären Interventionismus letztlich nach eigenem Gutdünken eine postkoloniale Kanonenbootpolitik betreibt. Diese Politik mag sich noch so sehr in wohlklingende Phrasen von Verantwortungsübernahme kleiden. Sie bleibt dennoch, was sie ist, und sie hat schon viel zu viel Leid über die Menschheit gebracht, nur eben nicht bei uns. Und deshalb wird das gerne ausgeblendet. Dennoch ist sie genauso falsch wie eine naive Friede-Freude-Eierkuchen-Mentalität. Es gibt also wie immer nicht nur Schwarz-Weiß, sondern wer einen echten Beitrag zur Friedenssicherung leisten will, muss ein bisschen genauer hinschauen. Und einen sehr interessanten Grauton in dieser Debatte liefert der israelische Militärhistoriker Prof. Martin van Krefeld. Denn er bezeichnet Atomwaffen als einen großen Segen für die Menschheit, weil sie Millionen Leben gerettet haben. Und wer die Kriege und Opferzahlen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der zweiten vergleicht, wird sich der grundsätzlichen Plausibilität dieses Argumentes nicht verschließen können. Daraus folgt, dass eben nicht die Atomwaffen an sich das Problem sind, sondern wer sie kontrolliert. Und das führt uns zu einem viel entscheidenderen Komplex, nämlich nukleare Proliferation. Und die soll durch den Atomwaffensperrvertrag unterbunden werden. Und dieser Aspekt ist der blinde Fleck aller drei Anträge, zeigt ihre Weltfremdheit und inhaltliche Schwäche. Und wenn wir schon einmal Gelegenheit haben, hierbei grundsätzlich über Außen- und Sicherheitspolitik nachzudenken, dann müssen wir doch vor allen Dingen Fehlentwicklungen im deutschen Verantwortungsbereich betrachten. Die Abschaffung der Wehrpflicht hat dazu geführt, dass die Verwurzelung der Bundeswehr in der Gesellschaft leider stark zurückgegangen ist. Das verschlechtert nicht nur quantitativ und qualitativ die Personallage, sondern die Bundeswehr ist dadurch auch leichter einsetzbar geworden. Dementsprechend folgerichtig wird sie auch immer mehr zu einer Einsatz- und Interventionsarmee umgebaut. Und was trägt diese Verantwortungsübernahme in der Welt aus? Seit beinahe 18 Jahren und damit dreimal so lange, wie der Zweite Weltkrieg dauerte, ist die Bundeswehr in Afghanistan präsent, versucht sich gemeinsam mit den Bündnispartnern am Nation-Building. Das hat noch nie und nirgends funktioniert. Und im Weltverfolgungsindex der christlichen Hilfsorganisation Open Doors liegt Afghanistan auf dem beschämenden zweiten Rang hinter Nordkorea. Die Sicherheitslage ist bestenfalls labil, wobei die Kenner der Situation in Afghanistan sagen, dass die Sicherheitskräfte so ziemlich das Einzige sind, was überhaupt ansatzweise funktioniert. Solche Desaster sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel im westlichen Interventionismus. Es ließen sich problemlos viele weitere Beispiele anfügen. Und die vielbesungene Europäisierung der Bundeswehr
und auch anderer europäischer Streitkräfte wird perspektivisch die Hemmschwelle für ihren Einsatz und den Einfluss der nationalen Parlamente, insbesondere des Bundestages, weiter absenken. Das Leitbild der Parlamentsarmee wird immer mehr zum Trugbild. Und das können wir eigentlich alle nicht wollen. Die AfD-Fraktion lehnt daher alle gestellten Anträge ab, nicht nur, weil sie inhaltlich schwach sind, sondern weil sie hier nichts verloren haben. Grundsätzliche Fragen, auch zur Sicherheitspolitik, gerne, aber keine zur Schau getragene Gesinnungsethik, die letzten Endes nur die Teletubbisierung der Politik weiter voranbringt. Die Haltung der AfD lässt sich glasklar und einfach zusammenfassen. Wer Frieden und Sicherheit erhalten will, der braucht mehr Bismarck und weniger Pippi Langstrumpf. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lichert. Die Aussage, die Verletzung des Grundgesetzes ist nicht eine Erfindung der Bundeskanzlerin, ist insinuiert, dass die Bundeskanzlerin das Grundgesetz verletze. Das ist eine Aussage, die so nicht getroffen werden kann. Ich greife doch nicht zum Mittel der Rüge, aber ich teile Ihnen mit, dass ich das beim nächsten Mal tun werde. Die Bundeskanzlerin hat nicht das Grundgesetz verletzt, das stelle ich hier sehr deutlich fest. Nächster Redner ist der Kollege Utter für die Fraktion der Christdemokraten. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn seines Redebeitrags hat sich Herr Lichert darüber lustig gemacht, dass wir dieses Thema hier behandeln, hat gesagt, das gehört hier gar nicht hin, und dann redet er 10 Minuten, als würde er in New York vor der UN sprechen. Aber am Ende gab es noch etwas Positives. Denn er hat uns versprochen, dass die AfD unserem Antrag nicht zustimmen wird. Das finde ich gut. Das Ende des INF-Vertrags ist ein sehr bedauerliches Signal für internationale Kooperation und Abrüstung. Und dieses Bedauern bringen wir auch mit unserem Antrag zum Ausdruck. Der INF-Vertrag zum Verbot atomarer Mittelstreckenraketen war ein wichtiger Baustein für internationale Rüstungskontrolle und ein starkes Signal des Vertrauens und der Abrüstung gegen Ende des Kalten Krieges. Deshalb ist es sehr bedauerlich, dass sich die Vereinigten Staaten und Russland nicht länger an diesen Vertrag gebunden fühlen. Wir werben für einen neuen Dialog über Rüstungskontrolle und Abrüstung. Ein neuer Rüstungswettlauf würde niemandem nützen, er würde nur schaden. Unser Ziel bleibt die vollständige, nachprüfbare und weltweite Abrüstung nuklearer Waffen durch bilaterale, aber auch multilaterale Abrüstungsverträge. Denn ein funktionierendes internationales Rüstungskontrollregime ist auch für die Sicherheit für Hessen wichtig. Trotz diesem sicherlich parteiübergreifenden Ziel kann ich nicht anders, als auch schon wie Vorredner zu sagen, dass mich der Antrag der LINKEN sehr verwundert hat. Denn man würde ja annehmen, dass er dem Frieden dienen soll. Aber die Einseitigkeit, die sich dort findet, dient dem Frieden nicht, weil er die Augen verschließt vor der Wirklichkeit. Es wurde schon zu Recht darauf hingewiesen, dass der INF-Vertrag ja durchaus eine Vorgeschichte hat. Ich weiß nicht, warum der Name hier heute verschwiegen wird. Natürlich, es war Helmut Schmidt, der die Nachrüstung
gegen viele Widerstände durchgesetzt hat. War auch eine schwierige Entscheidung, war wirklich nicht leicht. Und Helmut Kohl, der es dann auch umgesetzt hat, die dann zu diesem Vertrag geführt haben. Und dieser Vertrag, das wurde schon gesagt, war wirklich ein enormer Fortschritt. Aber es ist ja nicht so, dass der Vertrag gescheitert ist, einfach daran, dass er jetzt aufgekündigt wurde, sondern er ist daran gescheitert, dass wir schon seit Längerem einen Vertragsbruch feststellen müssen. Und nicht einfach nur die Mächte, die daran beteiligt sind, sondern auch unabhängige Organisationen haben festgestellt, dass es eine Entwicklung gibt, dass in Russland Mittelstreckenraketen nicht nur wohl entwickelt, sondern auch schon stationiert werden. Diese Verletzung hat ja schon die Regierung Obama angesprochen, ist auch nichts wirklich ganz Neues. Aber es ist halt leider nichts passiert. Rüstungskontrolle, Abrüstung basiert natürlich auf Kontrolle, aber im Letzten auch auf Vertrauen, dass man sich gegenseitig entgegenbringen muss. Und dieses Vertrauen in der internationalen Politik wird seit Jahren immer mehr zerstört. Ich möchte mal einen anderen Aspekt erwähnen, der hier bisher noch gar nicht geäußert wurde. Am 5. Dezember 1994 wurde das Budapest-Memorandum unterzeichnet in Budapest. Da wurde nämlich die Frage geklärt, was passiert mit den Atomwaffen der Sowjetunion, die nicht auf russischem Gelände sind. Und dann haben die unabhängigen, souveränen Staaten, die im Besitz von Atomwaffen waren, zugestimmt, ihre Atomwaffen zu vernichten oder zurückzuführen. Und damals hat Russland die Garantie ausgesprochen für Souveränität und territoriale Unversehrtheit gegen die Ukraine. Und dieses Memorandum ist eklatant gebrochen worden. Ein Mensch in der Ukraine müsste sich doch sagen, hätten wir lieber niemals die Atomwaffen aufgegeben, dann wäre uns manches von Russland erspart worden. So wird Vertrauen zerstört. Mir gefällt auch nicht alles, was jetzt die US-Regierung macht. Ich will auch ausdrücklich sagen, ich finde es auch falsch, zum Beispiel, dass das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt wurde. Es ist richtig anzusprechen, dass der Iran nebenher eine aggressive Politik betreibt und überhaupt nicht für Frieden sorgt im Nahen Osten. Das darf man sagen, und da muss man auch über Konsequenzen reden. Aber die Konsequenz, einen Vertrag zu kündigen, der nach internationaler Meinung vom Iran eingehalten wurde, das war das falsche Signal. Und das sieht ja auch die Bundesregierung genauso. Und wir bewegen uns schon wieder auf einem Pfad, der mir überhaupt nicht gefallen kann. Ich möchte auch ansprechen, was am 8. August in der Nähe von Archangelsk passiert ist. Da hätten wir ja nichts erfahren, wenn nicht Meteorologen gesagt haben, da gibt es erhöhte Strahlenwerte. Offensichtlich ist bei einem Raketentest etwas schiefgegangen. Ursprüngliche Nachricht war, da ist mit dem Antriebssystem was passiert. Aber es sind 7 Menschen gestorben und um das 15-fache hat sich in der Umgebung die Radioaktivität erhöht. Das war offensichtlich ein Versuch mit einer Atomrakete. So Vertrauen zu schaffen, sehe ich nicht. Ich glaube, wir stehen vor einer schwierigen Situation. Viele Menschen machen sich Gedanken über den Klimawandel und das vollkommen zu Recht. Aber wir dürfen die Bedrohung, die auf die Atomwaffen ausüben, nicht vergessen. Denn ein Atomkrieg ist mindestens genauso bedrohlich für die Existenz der Menschen wie der Klimawandel. Vielen Dank, Kollege Utter. Nächster Redner ist der Kollege Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde, dass zu so einer Debatte, die erst einmal weit weg scheint, der Hessische Landtag erwähnen muss, es ist zumindest bei den Kollegen von der Fraktion der GRÜNEN ja angeschnitten worden, dass wir hier in Hessen auch eine besondere Beziehung
zu dieser Situation haben. Das Fulda Gap ist angesprochen worden. Das Fulda Gap hieß nicht Fulda Gap wegen den Atomwaffen, sondern das Fulda Gap gab es, weil es die engste Landverbindung zwischen dem Ostblock und dem Rhein war. Es war klar, wenn jemals aus dem Kalten Krieg ein heißer Krieg werden würde, wäre der Krieg dort oben in Osthessen bei Point Alpha ausgebrochen. Und bei aller Kritik, die man heute an dem amerikanischen Präsidenten und seiner Regierung haben kann, darf vor allen Dingen der Hessische Landtag eins nicht vergessen und muss es heute sagen, es wären amerikanische Soldatinnen und Soldaten gewesen, die als erstes ihr Leben verloren hätten, um die deutsche Bevölkerung zu schützen. Der Oberbürgermeister der Stadt Fulda wurde stetig informiert von den amerikanischen Streitkräften, wie die aktuelle Lage ist. Und die war nicht immer sehr friedlich. Nicht selten musste der Oberbürgermeister Dr. Hamburger darum fürchten, dass seine Bürgerinnen und Bürger die ersten Opfer eines heißen Krieges werden würden. Meine Damen und Herren, Point Alpha erinnert uns heute daran. Wenn wir solche Diskussionen führen, müssen wir in Hessen wissen, dass wir dort eine besondere Verantwortung haben für Point Alpha und daran zu erinnern, in welcher Situation und wo wir herkommen. Es waren Kommunalpolitiker wie Dr. Hamburger, Dr. Fennel oder Fritz Kramer, die es überhaupt ermöglicht gemacht haben, dass Point Alpha erhalten bliebe und nicht einfach in Zeit der Wende, Wegfall des Eisernen Zauns, einfach platt gemacht worden ist. Dafür gehört Ihnen unser großer Dank. Und meine Damen und Herren, die deutsch-amerikanische Freundschaft wird hier von Teilen des Hauses hier und da jetzt versucht, in Frage zu stellen. Und ich glaube, ich kann das für alle Demokraten sagen. Die deutsch-amerikanische Freundschaft hat es immer gegeben. Sie gibt es weiterhin. Und sie wird es auch dann geben, selbst wenn ein amerikanischer Präsident Donald Trump längst aus dem Amt wieder heraus ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Grüger für die Fraktion der SPD. Es bleiben noch 4 Minuten 51. Ja, die werde ich auch gar nicht ausschöpfen, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur auf einen Punkt noch einmal eingehen. Hier wurde gerade von der AfD-Fraktion der sogenannte westliche Interventionismus gescholten. Ich habe kein Wort über den Interventionismus von Russland gehört. Insofern möchte ich mich beim Kollegen Utter bedanken, dass er darauf hingewiesen hat, dass es die Budapest-Konvention gibt, die Russland dreist gebrochen hat. Und das zeigt aber gleich, was das Problem ist. Das Problem ist, dieses Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, lösen wir nicht mit einem großen Vertrag, in dem drin steht, Atomwaffen sind böse und Amerikaner und Russen, haltet euch jetzt bitte daran, sondern das lösen wir nur, indem wir wieder Vertrauen herstellen, Vertrauen und Kontrolle. Wir müssen die an einen Tisch bekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die miteinander reden. Und übrigens nicht nur Russland und die USA. Wir haben ja noch einen Haufen anderer Atommächte. Also die Kündigung des INF-Vertrages hat auch etwas mit der Bedrohungslage von Russland durch, also ob imaginiert oder nicht, aber durch China zu tun auf der anderen Seite. Wir haben Indien, wir haben Pakistan. Das muss alles mit auf den Tisch. Das wird viele, viele bilaterale Gespräche geben. Es ist ein diplomatischer Kraftakt. Und was wir von hier aus, das Signal, das wir von hier aus senden können, ist, lasst uns das gemeinsam angehen, diesen diplomatischen Kraftakt. Lasst uns die Bundesregierung dabei unterstützen, dies zu unternehmen, weil wir wissen, und insofern ist auch der Hinweis aufs Fulda Gap natürlich da auch erkenntnisleitend, weil wir als ehemaliger Frontstaat im Kalten Krieg, und zwar auf beiden Seiten Frontstaat, ja, das Vereinigte Deutschland weiß, ja, wie das ist, wenn Atomwaffen auf beiden Seiten des Landes stehen und aufeinander gerichtet sind. Das sollte uns Verpflichtung sein, dafür zu sorgen, dass wir zu einer schrittweisen Abrüstung kommen und wieder zu einer vernünftigen Kontrolle, und zwar nicht nur für 13 Jahre, sondern für einen wesentlich längeren Zeitraum,
als er im INF-Vertrag festgehalten wurde. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Krüger. Und jetzt spricht für die Landesregierung Frau Staatsministerin Puttrich. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Man kann in der Tat darüber reden, ob ein solches Thema hier im Landtag diskutiert werden sollte oder nicht. Ich glaube, am Ende hat die Debatte gezeigt, dass es richtig und notwendig ist, über das Thema zu diskutieren, aus dem einfachen Grund heraus, um auch das Zeichen zu senden, dass es hier keine Fraktion in diesem Landtag gibt, die sich nicht eine atomfreie, waffenfreie Welt wünschen würde. Das machen alle. Ich glaube, das kann keine Fraktion für sich alleine beanspruchen. Das wird sie hoffentlich auch nicht tun. Nur die Frage ist immer, wie erreicht man das Ziel? Das Ziel erreicht man nicht, indem man glaubt, dass man anstelle eines INF-Vertrages dann einen Atomwaffenverbotsvertrag stellt. Ich werde noch einmal darauf eingehen. Und was ich für wichtig halte, auch ist bei der Debatte heute, dass ein deutlicher Unterschied hier auch dargelegt wird. Herr Schalauske, Sie haben sehr deutlich gemacht, dass Sie den Vereinigten Staaten nicht vertrauen. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass Sie meinen, dass amerikanische Truppen abgezogen werden sollten, dass Sie darüber erleichtert wären. Ich sage ganz klar, unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ist trotz Schwierigkeiten, die es durchaus gibt, von Freundschaft geprägt und nicht von Feindschaft. Und sie ist nicht nur von Freundschaft geprägt, sondern sie ist auch davon geprägt, dass wir wissen, und das ist die zweite Aussage, anders als Sie das tun, dass wir ganz klar ein Bekenntnis zur Mitgliedschaft in der NATO haben, dass wir davon ausgehen und dass wir sicher sind, dass wir die NATO brauchen, die Zusammenarbeit in der NATO brauchen, um Frieden zu erhalten. Sie haben eine andere Position als wir. Sie glauben, dass man die NATO nicht brauchen würde. Wir sagen, man braucht sie ganz deutlich. Und wir können uns nicht einfach machen, indem wir so tun, als könnten wir neutral sein, andere Aufgaben erledigen lassen, sondern unser Frieden hängt unmittelbar damit zusammen, dass wir in der NATO zusammenarbeiten. Und da sieht man den grundsätzlichen Unterschied. Und den grundsätzlichen Unterschied sieht man auch daran, dass Sie wollen Glauben machen, dass andere außer Ihrer Fraktion nicht für Frieden stünden, zumindest so ein Duktus drin, den ich so empfinde. Eins ist ganz klar, wir setzen uns alle für Frieden ein. Und die bundesdeutsche Außenpolitik ist davon geprägt, sich für Frieden einzusetzen und nicht für Krieg einzusetzen. Und das möchte ich an der Stelle noch einmal deutlich betonen. Der Grundpfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ist der Einsatz für den Frieden. Und nicht nur der Bundesrepublik, der Deutschen, ist nicht nur verankert in der bundesdeutschen Politik, sondern wir haben auch ein Bekenntnis in unserer hessischen Verfassung, ganz klar. Wir haben ein Bekenntnis in unserer Verfassung zur Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Und trotzdem ist es kein Widerspruch an der Stelle, anders zu argumentieren, als Sie es tun. Insofern sollte man diesen Absolutheitsanspruch nicht stellen, wie Sie ihn für sich stellen. Ja, wir haben eine Solidarität mit der NATO und auch mit weltweiten Partnern, die sich bewährt hat, die auch die Zukunft sichert und dass wir alle miteinander bedauern, dass der INF-Vertrag gekündigt ist. Das brauche ich, glaube ich, nicht weiter hervorzuheben. Das haben alle Beteiligten gesagt. Es wäre schön, wenn es ihn weitergegeben hätte, gar keine Frage, weil dieser INF-Vertrag in der Tat friedenssichernd ist oder weiter friedenssichernd gewesen wäre. Wir bedauern, dass es ihn nicht mehr gibt. Ich sehe einen anderen Verursacher als Sie. Sie sind dabei, zu sagen, es liege allein an den Vereinigten Staaten. Das ist nicht richtig, sondern die Verletzung wurde schon viel früher von Obama angemahnt. Und insofern ist die Konsequenz der Verletzung die Kündigung gewesen. Und das muss man auch deutlich sagen. INF bedeutet, die Kündigung des INF-Vertrages bedeutet selbstverständlich auch ein Stück höhere Gefahr für uns, weil eins muss man klar sagen. Russische Mittelstreckenraketen können bis zu uns nach Deutschland kommen, und somit ist das eine Gefährdung für Deutschland und für Europa. Und insofern nehmen wir das Thema auch sehr ernst, ausgesprochen ernst. Und diese Themen, die ich eben angesprochen hatte, sind insoweit ernst, weil wir uns ja alle miteinander dafür dankbar sind, dass es doch eine starke atomare Abrüstung schon gegeben hat. Eine starke atomare Abrüstung, die auch durch bestehende Mechanismen erfolgreich gewesen ist.
Jetzt kann man sagen, natürlich, wir wollen, dass alle abgeschafft sind. Das ist auch das Ziel von allen miteinander. Und dennoch muss man auch wenigstens einmal darlegen, dass seit 1990 97% der Atomwaffen in Europa abgebaut wurden. Das ist ein wesentlicher Erfolg der vergangenen Politik, für die wir auch dankbar sind. Und sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, die Konflikte in der Welt, und ich glaube, dass man das auch immer wieder ansprechen muss, da kann einem schon fast schwindlig werden oder Angst und Bange werden. Angst und Bange über Entwicklungen der Welt, wie sie auch angesprochen wurden. Es wurde angesprochen, der Iran-Konflikt, der uns in große Sorge versetzt, alle miteinander. Keine Frage, ich brauche auf das Thema jetzt nicht weiter eingehen, weil es von den Vorrednern schon angesprochen wurde. Ein Iran-Konflikt, bei dem wir eigentlich gedacht hatten oder so ein bisschen bei dem G7-Gipfel in Biarritz so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass es besser wird, dass man miteinander reden wird, dass es Lösungen geben wird und dass nach den ersten Kraftworten von Trump dann doch versöhnende Worte gekommen sind. Und wir hoffen das, und das kann eigentlich auch nur das sein, wie wir immer sagen müssen, bitte arbeitet daran weiter, dass Diplomatie siegt und nicht Waffen siegen werden. Und insofern ist Diplomatie immer das erste Mittel der Wahl, um Frieden zu schaffen, und es sind nicht Waffen. Und sehr geehrte Damen und Herren, die Schwierigkeiten, wie ich sie eben beschrieben habe, die sind extrem hoch. Und die Eskalationsstufen sind auch extrem hoch. Die Eskalationsstufen, die es gibt, und auch hier ist auch angesprochen worden, das hat unter anderem Herrn Krüger angesprochen, dass ja nun es einige Länder gibt und einige Staaten gibt, die leider inzwischen Atomwaffen herstellen oder vorbereiten. Insofern ist der INF-Vertrag einer, der zwar ein Verhältnis zwischen Russland und den Vereinigten Staaten regelt, aber viele andere nicht. Viele andere nicht. Wenn ich sage, viele andere nicht, dann haben wir einige Staaten, die uns in der Tat entsprechende Sorgen machen. Und auch eine andere Entwicklung. Jetzt sind von einigen die Geburtsjahre genannt worden, 1990 und 1967. Jetzt kann ich noch ein bisschen unterbieten mit 1961. Ich bin geboren im Jahr des Mauerbaus. Das ist eine Zeit, in der wir alle miteinander, oder ich erlebt habe, na klar, selbstverständlich, die Zeit, in der es den Kalten Krieg gegeben hat, wir damit aufgewachsen sind und wir umso froher waren, indem wir glaubten, dass nun endlich Frieden sei und wir von Bedrohungen weg seien. Die Enttäuschung war deshalb umso größer. Aber die alte Argumentation, die es mal gegeben hat, in der es eigentlich nur die beiden gab, die sich gegenüberstanden, nämlich Russland und die Vereinigten Staaten, hat sich ein Stück verändert. Und dann möchte ich doch auch mal den einen oder anderen Blick Richtung China richten. Da wird selten darüber gesprochen, dass auch in China entsprechende Raketen- und Nukleararsenale aufgebaut werden, und das Unkontrollierte wird selten darüber gesprochen. Und auch da muss man etwas seine Aufmerksamkeit darauf richten. Das heißt, das, was früher eine machtpolitische Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und Russland gewesen ist, ist heute eine, die in einem Dreieck ist, die drei betrifft, nämlich Russland, China und die Vereinigten Staaten. Insofern haben sich hier entsprechende Verschiebungen ergeben, die wir im Auge haben müssen. Und es ist zu Recht angesprochen worden. Die völkerrechtswidrige Besetzung, Annexion der Krim. Man kann sie nicht aus den Augen lassen. Und man muss sie immer wieder ansprechen. Und ich spreche sie auch deshalb bewusst wieder an, weil die Menschen der Ukraine sich nicht vergessen fühlen dürfen, sondern wissen müssen, dass es noch eine internationale Aufmerksamkeit diesbezüglich gibt. Und ich empfehle Ihnen auch einmal bei einer gewissen Blauäugigkeit gegenüber Russland, dass Sie sich mit den Menschen in den baltischen Staaten unterhalten, in den baltischen Staaten und auch in Polen, die Ihnen in der Tat eine richtige Angst vor einer russischen Annexion oder Invasion haben. Diejenigen, die ihre Orientierung Richtung Europäische Union haben und der NATO haben, weil sie sagen, das ist die einzige Chance, ihren Frieden zu sichern. Insofern, ja, die Welt hat sich verändert und die Bedrohungen haben sich geändert. Und dann komme ich auf Ihren Vorschlag des Atomwaffenverbotsvertrages. Das klingt ja erst einmal gut und mag auch noch logisch klingen, aber das muss man auch kritisch wieder dazu sagen. Was hilft ein Vertrag, den kein Staat unterzeichnet, den keine Atommacht unterzeichnet? Und das ist die Realität. Und deshalb kann man nicht vorgaukeln, dass da etwas wäre, was im Moment helfen würde, wenn es keinen Staat gibt im Moment, der sich bereit erklärt, keinen Atomstaat bereit erklärt, den entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen. Jetzt können Sie sagen, das ist die hehre Idee, ja, aber da ist auch die Realität. Und die Realität ist in der Tat ein Stück schwieriger. Die ist schwieriger, wie ich es eben beschrieben habe, weil wenn kein Staat bereit ist, hier zu notifizieren,
dann wird es an der Stelle halt auch nicht lösbar sein, nicht mit einem Vertrag, den Sie bezeichnen, bei dem man vorgaukeln könnte, dass das dasjenige sei, was ein Problem löst. Und es ist angesprochen worden. Ja, außerhalb des Atomwaffensperrvertrages, auch der ist heute angesprochen worden, werden momentan ja, entsprechend werden, wird massiv aufgerüstet. Ich brauche Ihnen nur ein paar Staaten zu nennen, die auch immer wieder durch die Presse gehen und genannt werden. Einige sind genannt worden. Das ist Indien, das ist Pakistan oder nehmen wir Nordkorea. In der Tat in einer hochexplosiven Zeit, in der wir alles andere als sorglos sein sollten. Und deshalb möchte ich nicht, dass heute aus der Debatte ein Eindruck entsteht, das sind die einen, die einen Vertrag unterzeichnen wollen und damit Atomwaffen abschaffen wollten und damit glauben, Frieden zu sichern. Und das sind die anderen, die auf alle Fälle oder immer nur Atomwaffen haben wollten, die als einzige Antwort sehen. So einfach ist die Welt nicht gestrickt. Frau Ministerin, lassen Sie mich nur ganz bescheiden auf die Redezeit hinweisen. Ja, eine halbe Minute noch. Wir alle miteinander, wir arbeiten daran und haben das ernsthafte Interesse, in der Tat eine friedliche Welt zu haben, die auf Waffen verzichten kann, keine Frage, und möglichst auf Atomwaffen. Und das muss man rückblickend sagen. Aber in der Tat, in der heutigen Zeit sind wir in einer Situation, in der eine einseitige Abschaffung deshalb nicht reicht, weil damit die Bedrohung auf der anderen Seite nicht sinkt. Und insofern besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Ich gehe davon aus, dass wir alle Anträge, die hier stehen, in den Ausschuss, in den EuA verweisen. Dann machen wir das so. Alle sind einverstanden.